Vor dem Bahnhof aussen ist eine nette Dame gestanden. Sie hat mich lange angeschaut und schliesslich gefragt. Excuse? Ja? Laufen Sie das ganze Jahr so um? Ja, klar. Wieso nicht? In dem Fall sind Sie per se ein 150-prozentiger Basler. Ich? Wieso? Weil Sie nicht können warten. Sagen Sie, sind Sie eine Einzelmaske oder kehren Sie zu einer Clique? Ich zu einer Clique? Ich meine nur wegen Ihrer originellen Fasnachtslarve. Eine Larve? Ich? Ja, der gelbe Schnabel hier. Aha! Sie sehen aus wie der Globi. Oh, ich sehe nicht nur so aus. Ich bin ein. Du, der Globi höchst persönlich. Ja, klar. Ja, das kann ich jetzt fast nicht glauben. So, schauen Sie doch einmal genau. Das ist keine Larve. Das ist mein Gesicht. Darf ich es anlängen? Aha, anlängen. Bitte, bitte. Aber vorsichtig. Ja, ja, vorsichtig. Ja, wirklich, das lebt. Jetzt nun der Fahne, Globi. Was machst denn du zu Basel? Ich bin auf einer Ferienreise durch die Schweiz. Ah, was? Ja, bist du schon auf dem Münsterturm gewesen? Nein. Ich bin erst gerade angekommen, wissen Sie. Und im Kunstmuseum? Ah, dort gehe ich dann schon hin. Und der Tengeli-Brunnen hast du auch noch nicht gesehen? Noch nicht. Und das Sparlendor und der Bachfüsserplatz und das Rothaus und der Zolli und der Rheinhafen. Hast du alles noch nicht gesehen? Nein. Ja, dann müssen wir das aber schleunigst nachholen. Wenn du nicht dagegen hast, glaube ich, komme ich als Fremdenführer mit dir. Oh ja, gern. Ich meine, wenn Sie Zeit haben. Ja, für den Globi habe ich immer Zeit. Also, komm.